Oh. Nein! Amanda. Dass jetzt schon der Endboss ist, wäre ein bisschen tragisch, da ich gerade mal 6,5 Stunden insgesamt aufgenommen habe. Warte. Und Anniversary lief, glaube ich, 15 Stunden. 16 sogar, kann man ja an der Playlist sehen. Legend lief um die 9 Stunden. Da ist Nadla. Die Böse. Der rettet wieder die ganze Welt. Richtiges Endstage. Schalten Sie das ab! Lara, schön dich zu sehen, wenn auch unerwartet. Du sollst die Erste sein, die die Früchte deiner Arbeit sieht. Das ist die Midgard-Schlange. Natürlich nicht. Jörmunganda ist das Geflecht tektonischer Verwerfungen, das den Grund der Ozeane durchzieht. Und wir stehen an seiner schwächsten Stelle. Hier zerbrach einst der Superkontinent Pangaea in zwei Teile. Wenn diese Reliquie ihren Zorn entfacht, wird die Erde in ihren Grundfesten erschüttert. Die Midgard-Schlange wird kommen und alles Leben vernichten, auf dass die Welt von Feuer und Asche verzehrt werde. Ragnarök, das siebte Zeitalter naht. Keine Zeit. Tagebucheintrag. Weil wir keine Zeit haben, lesen wir uns auch den Beitrag an. Jörmungandr ist eigentlich eine Metapher für den mittelozeanischen Rücken, an dem alle Kontinentplatten zusammentreffen und die ganze Erde auf dem Meeresboden umspannen. Der nördlichste Punkt des mittelalterlichen Rückens ist der älteste und geologisch schwächste Punkt der Erde. Deshalb bauten die Menschen der Antike ein mächtiges Gerät, das in dieser Achillesferse des Planeten eindringen und weltweite Vulkanausbrüche nach sich ziehen sollte. Mit Flammen und Rauch zum Himmel schießen und die Luft mit Gift erfüllen. Die Ragnarök endet mit dem Weltenbrand, der in der Mythologie von einem Riesen in Wirklichkeit aber durch Vulkanausbrüche verursacht wurde. Warum die Menschen ein derartiges Gerät bauten, werden wir wohl nie erfahren. Immer diese Doppeldeutigkeiten. Weltenbrand. Jeder denkt, die Welt brennt. Und dann waren es Vulkanausbrüche und da war ja noch einer. Und so weiter und so fort. Gibt's ja oft hier im Spiel diese Doppeldeutigkeiten, genauso wie bei der Flüssigkeit. Am Ende hat mein Vater also richtig behalten. Genau wie ich. Der Gedanke an Mutter, wie sie plötzlich in dieser Ruine auf dem Dach der Welt auftaucht, ist unerträglich. Ob sie in den Eid gestürzt ist oder von den Schergen hineingeworfen wurde. Ich hoffe, es ging schnell. Ich wünschte, Mutter und Vater hätten ein besseres Schicksal ereilt. Aber wenigstens kenne ich jetzt die Wahrheit und kann dieses Buch zuklappen und mich einer neue widmen. Genau, den Reboot. Dann geht der Level in so einer Zeitmaschine und ein neuer Reboot. Endurance, da gehe ich ins japanische Drachendreieck. Jawohl.
Eitrere heißt das eigentlich, also. Letztens wollte ich. Habe ich noch überlegt, wie es heißt. Weil ich was in die Beschreibung schreiben wollte. Boah. Dann geht auch irgendwann jetzt in der nächsten Zeit, glaube ich, will die letzte Aufnahme sein. Underworld, die klassische Tomb Raider-Reihe zu Ende. Und es beginnt mit Reboot. Aber bis jetzt ist es ja noch nicht zu Ende. Von daher, warum davon reden? Meine Nase ist zu. Nein! Die Schnauze! Schnauze, 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 Schnauze. Das war knapp.
Und boah. Ich würde irgendwas verpasse. Keine Ahnung. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, oder? Ich bin jetzt nicht einmal rumgegangen. Doch, bin ich. Ein bisschen nach oben. Super Ding. Mach mal den ganzen Spaß von vorne. Hoppa. Ich glaube, hier runter geht es schon richtig. Wow. Da muss ich hin. Das klingt gemacht. Nee, da muss ich hin. Weil ich hier erschienen bin. Okay, das war wohl der normale Weg von da unten.
Und jetzt? Dahin. What? Oh, du billige Schlampe. Bah. Irgendwie auf die Dinger kommen. Nein! Wow! Muss ich doch irgendwie wieder hochkommen? Oder nicht? Wäre ein bisschen doof, wenn ich hier unten bleiben muss. Es muss auf allen diesen Pfeilern einen Energieknoten geben. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Hier wieder hoch. Wetten, jetzt ist da unten nichts mehr gemacht. Splatter. So. Mal hier, Leute, ich will hier hoch. Ich will hoch.
Kommando. Kommando. Nein, weg. Alter. Geht gar nicht. Da kam ich. Ja! Wie doch. Yeah! Ist warm. Nein! So an dieser einen Stelle. Es ist bei weiter. Wow, 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 wow. Was zum? Ach Mann. Musste ich mich da wieder reinlehnen oder was? Doch. Was ist denn das? Mann, ey. Alter. Wie weit nah soll ich mich denn noch dran stellen?